Hier sind die EmsTV News. Es ist Mittwoch, der 20. Dezember. Ich begrüße Sie herzlich zu Ihren regionalen Nachrichten. Heute Morgen kam es auf der Meppnerstraße in Papenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 38-jährige Fahrer eines Kleintransporters war gegen 8 Uhr in Richtung Aschendorf unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem Renault zusammen. Der 62-jährige Fahrer des Renault sowie seine 66-jährige Beifahrerin erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer des Kleintransporters wurde schwer verletzt. Gestern kam es gegen 14.05 Uhr auf der Haselünner Straße in Wettrup zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der 35-jährige Fahrer eines Hyundai war in Richtung Fürstenau unterwegs. Als er einen vor ihm fahrenden Mercedes überholte, scherte dessen 50-jährige Fahrerin ebenfalls zum Überholen aus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Hyundai-Fahrer nach links aus und geriet auf den Grünstreifen ins Schleudern. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 35-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Mercedes-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.200 Euro. Spelle hat einen neuen Samtgemeindebürgermeister. Matthias Silz wurde gestern im Beisein vieler Gäste vereidigt. Der gestrige Tag war für Spelle ein ganz besonderer. Im Rahmen einer Samtgemeinderatssitzung wurde der neue Samtgemeindebürgermeister Matthias Silz vereidigt. Nun kann es für Spelle endlich weitergehen. Wir haben einen langen, intensiven Wahlkampf gehabt. Nun gilt es, die Aufgaben anzugehen, die da sind, die Aufgaben, die ich im Wahlkampf kennenlernen konnte, das, was die Bürger bewegt, umzusetzen, anzugehen. Und ich freue mich auf die Herausforderungen und die Dinge, die da kommen. Bereits seit einer knappen Woche ist Matthias Silz in seinem neuen Amt tätig und lernt die verschiedenen Arbeitsbereiche kennen. Er verrät, was die ersten Projekte sind, die umgesetzt werden sollen. Das erste ist, dass ich mich gerade darum kümmere, die Schließzeit 14 Uhr oder die Sonderabholzeit 14 Uhr zu prüfen an den Grundschulen in Spelle und in Fennhaus. Dann möchten wir die Hofstelle Böker möglichst schnell angehen. Dazu gilt es im Vorfeld, den Standort für den Neubau der Grundschule Fennhaus zu ermitteln. Und ich möchte die politische Arbeit und die Ratsarbeit gerne transparenter gestalten, also bürgernäher. Mit diesen klaren ersten Vorhaben und der starken Unterstützung aus der Gemeinde ist der Grundbaustein für eine gute Zukunft in Spelle gesichert. Das waren die EmsTV News für heute. Schalten Sie auch morgen gerne wieder ein. Bis dahin und tschüss.